So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Strixhaven. Leider nicht Collector Booster, deswegen könnten wir jetzt die japanische Serie weiterführen. Aber ich habe leider keinen Set Booster in Japanisch bekommen. Die Dinger sind rar wie sonst was. Ich weiß nicht, was Wizards damals da gemacht hat. Wir haben ein normales Set Booster. Das ist ein wunderschönes Artwork. Oh mein Gott, hier mit diesen Raben drauf, mit diesem Skelett drin. Alter. Alter, what? Geil. Planes. Introduction of Annihilation. 5 Mana and Lesson, okay. Exil in Nonland Permanent und der Beherrscher zieht eine Karte. Okay. Dragon's Approach. Die wurde sogar eine Zeit lang richtig hart gespielt. 3 Mana Sorcery, wenn es ins Spielfeld. Also Sorcery, wenn es ins Spielfeld kommt. Klar, natürlich, Blicky. Was ist denn heute mit mir los? Der macht 3 Schaden an dem Gegner. Danach wird er exiled. Und ja, wenn man 4 andere. Also den und 4 andere Karten mit demselben Namen exilen und kann sein Deck nach einer Drachenkarte durchsuchen und sie ins Spielfeld bringen und danach then shuffle. Do the dance. Und naja, man kann so viele Dragon's Approach drin spielen, wie man möchte. Sehr, sehr coole Drachenkarte. Sehr, sehr teure Drachenkarte. Heated Debate. 3 Mana Instant. This spell can't be countered. Nice. This includes the Ward Ability. Stimmt, damals mussten sie das noch raufschreiben, dass das Ward auch ist, weil Ward hier in diesem Set halt drin ist. Und ja, deals viel Damage to a Creature or Planeswalker. Okay. Ogier Battleseer. 5 Mana 3, 4 Eile mit Tappen für Scry 1. Bist du hässlich, Dude. Sudden Breakthrough. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +2/+0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges und man kriegt einen Treasure Token. Krass. Das ist krass. Ruther Mercurial Artist. Also wir haben hier so ein rot-blaues Drachentheme am Laufen. Ogre, Schamane, Drachentheme. Hier ist ja auch sie drauf tatsächlich. Und ja, Set Booster sind halt gethematikt. Und ja, die Thematik hier ist anscheinend, ich weiß gar nicht mehr, wie die rot-blauen hießen. Prismari, glaube ich. Für mich werden es wohl immer Isets sein. Ja, 3 Mana 1, 4, 2 Mana, man kann die aus die Hand zurücknehmen und eine Instant Sorcery kopieren. Yay, das ist ein ganz cooler Commander. Ignitious Inspiration. 3 Mana Sorcery, man fügt 3 Schaden an irgendeinem Tage zu und lernt danach. Ja, Learn war ja so unglaublich teuer. Und wir haben unsere erste Rare, Dragon's Guard Elite. 202/2 Magecraft. Immer wenn man einen Instant Sorcery castet oder eine kopiert, dann legt man eine +1/+1 Marke auf den. Und für 6 Mana verdoppelt man die +1/+1 auf den. Der war doch die Buy-Box-Promo, ne? Stimmt, stimmt. Hier war das ja noch nicht so, dass Buy-Box-Promos noch nicht drin sind, sondern sie sind halt ja auch im Set drin. Sign Shadow Snarl. Sehr schönes Land. Kommt GitHub ins Spiel, es sei denn, man revealed eine Plains oder Swamp, wenn sie ins Spiel kommt. Und tappen für ein weißes oder schwarzes. Und Abundant Harvest. Davon habe ich mittlerweile auch so viele. Ein grünes Mana Sorcery, man sucht sich ein Land oder Non-Land aus und revealed dann von oben von seinem Deck, bis man den Chosen Typ aussucht, also revealed. Und diese Karte geht an die Hand und der Rest geht dann unter das Deck in irgendeiner Random Order. Ganz cool in bestimmten Tron-Decks. Und Pilar Drop Ward. Oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir eine Listkarte haben. 4 Mana 1 für einen Reach, 2 Mana tappen, man opfert den und bringt den Instant Sorcery aus dem Friedhofzug auf die Hand. Was bist du? Cradle Guard, 3 Mana 4/4, Trampel Echo. Cradle, Gaias Cradle Guard. Oh, I see what you did there. Die Karte fühlt sich komisch an. Ja, nice, habe ich nicht mit gerechnet. Sehr cool, ja. Ich mag die Liste immer noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Nahe Black Set. Ciao, ciao.